Hallo Zuschauer und Konsolenfreunde, willkommen zum heutigen Video. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem Zerlegen und der Reinigung eines Xbox 360 Controllers, um genau zu sein, eines kabelgebundenen Controllers mit diesem kleinen runden Anschluss. Das sind die guten, die man nur mit einem Adapter am PC betreiben kann, also mit diesem einfachen rund auf USB Adapter. Auch an meiner Xbox 360 Elite ist das Teil nur mit diesem Adapter zu verwenden. Der Adapter funktioniert auch, den habe ich nämlich neu nachgekauft dafür. Der Controller selbst ist gebraucht erstanden, ohne irgendwelche Adapter oder ähnliches. Und man sieht auch, der hat schon einen gewissen Dreckfaktor angesetzt. Wenn man hier so in die ganzen Ecken mal reinguckt, dann sieht man, dass da überall Ablagerungen sind und überall Dreck ist. Also Aufgabe heute, das Teil zerlegen und reinigen. Primär trage ich meine Handschuhe heute zwar wegen Dreck und nicht wegen ESD-Schutz, aber auch hier gilt, es ist eine Platine drin, es sind elektronische Bauteile drin, also ergreift zumindest die Grundregeln des ESD-Schutzes, also blanke Stelle vom Heizkörper berühren, um sich selbst zu erden, oder aber eine wasserführende Leitung berühren, die in den Boden geht, erdet euch einfach selber, gleicht euer Potenzial aus und dann legen wir hier los. Da ich noch nicht weiß, was mich im Inneren so erwartet, vor allem an Dreck, aber auch an Aufbau und anderen Schrauben, weil von der Sorte ist das mein erster Controller, habe ich mir mein Feinmechaniker-Schraubendreher-Set schon bereitgelegt. Wir brauchen für die äußeren Schrauben erstmal den sogenannten Phillips-Set, also den Kreuzschraubendreher, mit dem wir erstmal überhaupt die Schalen lösen. Und von da aus werden wir einfach schauen, wie es weitergeht. Ich habe mir mein Wow-Pad im Endeffekt noch hingelegt, einfach um die Schrauben zu sortieren in der Reihenfolge, in der ich sie rausnehme. Für groben Staub im Inneren einen Pinsel, Isopropanol als Reiniger für Kontakte oder ähnliches, Wattestäbchen, Küchentuch, dann einmal kurz Cockpit-Spray, um das Ganze so ein bisschen dann nach der Reinigung das Plastik zu behandeln und das Plastik einfach wieder, ich sag mal, zu pflegen, dass es weiterhin in einem guten Zustand bleibt und hält. Und ein Schwamm, denn der wird die Meisterarbeit machen. Wir werden das Ganze so weit wie es geht zerlegen. Mit Wasser und Geschirrspülmittel dann die ganzen Teile schön putzen, alles sauber schrubben und dann trocknen lassen und wieder zusammenbauen. Und das letzte Werkzeug, was wir noch benötigen, ist ein scharfes Messer bzw. eine scharfe Klinge. Ich habe hier so eine Schaberklinge, einfach um mit der den Sticker auf der Rückseite zu entfernen und dann unsere letzte Schraube freizulegen. Ihr könnt natürlich auch ein Cuttermesser nehmen, ihr könnt auch ein scharfes kleines Küchenmesser nehmen. Nehmt nur nichts zu Großes, das steigt einfach die Gefahr, dass man damit abrutscht und sich verletzt. Und ein stumpfes Buttermesser sollte auch nicht funktionieren, damit könnt ihr nicht sauber arbeiten. Drehen wir also den Controller um, schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier 6 Schrauben schon offen liegen bei mir, die sind über den Controller verteilt. Bei manch einem befindet sich auf den Schrauben noch ein Garantiesiegel, also schaut genau hin, ob ihr alle 6 Schrauben seht, wenn nicht, schon mal das Garantiesiegel entfernen. Und wenn man jetzt hier in die Mitte schaut, wo da dieser Schatten sich wirft, könnte der Eindruck entstehen, dass man unter diesen großen grauen Aufkleber kommen muss, denn hier ist so ein Kreis in der Mitte und der sagt eigentlich immer, hey, Schraube. Aber darunter befindet sich nichts. Die Schraube ist in Wirklichkeit unter diesem kleinen Barcode, der hier unten drunter ist, also unter dem Strichcode. Und ihr könnt jetzt, je nachdem, was euch lieber ist, einfach an der Ecke ansetzen und diesen Aufkleber hier zurückpulen, dass ihr den im Endeffekt ein wenig löst und dann abzieht. Oder als alternative Variante nimmt man sich die Spitze seiner scharfen Klinge und schneidet so einen kleinen V-förmigen Schnitt einfach nur rein, dass man mit dem Schraubendreher entsprechend rankommt. Und im nächsten Arbeitsschritt lösen wir jetzt natürlich erstmal alle 7 Schrauben. Damit können wir jetzt schon den Controller trennen und einfach diese Unterseite hier abheben. Schön vorsichtig, nicht zu sehr an einer Seite ziehen. Wenn ihr irgendwo einen großen Widerstand habt, kontrolliert lieber nochmal, dass ihr wirklich alle Schrauben raus habt und dass die Motoren auch sich lösen. Und dann habt ihr schon die Unterseite ab. Nur mal kurz den einen Servomotor zurück in Position gelegt, damit man den Grundaufbau erstmal sieht und dass wir jetzt alle wieder auf dem gleichen Stand sind. Dann lösen wir hier vorne die Gummihalterung vom Kabel, nehmen die beiden Motoren raus, können die hier so ein bisschen zur Seite legen und dann kann man die ganze Platine anheben und erstmal hier vorne hinpacken.
Dann seht ihr schon, wir können die Gummikontakte hier einfach rausnehmen. Zerreißt unten die Kante nicht, sondern hebt es gerade hoch, dass es sich löst. Und alle weiteren Knöpfe fallen uns jetzt erstmal soweit entgegen. Zumindest die ganzen kleinen. Die können wir also schon mal zur Seite legen und waschen. Und damit wir das Steuerkreuz zerlegen können, benötigen wir jetzt wieder eine kleinere Größe Kreuzschraubendreher. Und dann seht ihr zwei silberne Schrauben da drin. Die gilt es zu lösen. Dann können wir bei der Gelegenheit gleich den hinteren Plastikrand auch abnehmen und die vorderen Knöpfe entfernen. Fädelt sie gleichmäßig von den beiden Kanten runter oder von diesen beiden Führungsstiften, dass ihr sie nicht abbrecht, dass die beiden Ösen euch nicht wegbrechen. Das ist alles nur Plastik, ne? Immer darüber nachdenken, wenn man sowas zerlegt. Und dann nehme ich mir einen kleinen flachen Schraubendreher und gehe in das Steuerkreuz wieder rein auf die jeweils im Endeffekt anderen Seiten. Hier waren die Schrauben und hier sind kleine Haken und die drücke ich einfach nur auf. Um euch das jetzt nochmal zu zeigen, da in diesen kleinen Vierecken sind diese Haken drin und die wollt ihr im Endeffekt nach innen reindrücken, damit die aufgehen. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Platine. Auf der anderen Seite hat sich hier dieses Gummiplättchen schon gelöst. Ich zeige euch gleich, wo es herkommt. Aber wie geht das jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen einen der Servomotoren austauschen? Erstmal seht ihr, die Gewichte sind unterschiedlich groß. Demzufolge solltet ihr natürlich auch die Servomotoren auseinanderhalten. Also merkt euch, wo das große Gewicht ist. Und wenn ihr diese Stecker lösen wollt, zieht nicht am Kabel, die sind recht dünn. Ihr wollt am Stecker ziehen, hier oben an diesem Kontakt. Und der Stecker ist hier und hier eingehakt. Da hilft uns wieder unser kleiner flacher Schraubendreher. Dem gehen wir da rein, hebeln das Plastik so ein bisschen aus dem Weg. Und dann können wir den Stecker ziehen. Wenn ihr immer noch einen Widerstand merkt, nicht so doll ziehen. Ihr wollt auch die Lötstellen nicht zerstören oder den Stecker komplett abreißen. Sondern wirklich nur im Endeffekt kurz lösen, die Arretierung. Und wenn die Arretierung gelöst ist, dann könnt ihr das Ganze rausziehen. Ich mache das hier so Stück für Stück. Na komm, ist ein bisschen schwierig, bei den kleinen Steckern da dazwischen zu kommen. Aber es funktioniert. Und dann kann man einfach den Kontakt trennen und den Motor komplett austauschen. Geht also ohne Probleme. Bei mir funktioniert das alles, also brauche ich das nicht tun. Wieder ran damit. Wer von euch jetzt das Kabel austauschen will, der hat zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, man schneidet die defekte Stelle raus. Schneidet das Kabel durch, kürzt es entsprechend ein und lötet es dann an einer Stelle wieder zusammen, zum Beispiel hier drin, wo das Ganze nicht so unangenehm auffällt. Man kann auch diese Kabeldurchführung hier entfernen, wenn das Kabel gekappt ist, dann lässt die sich abziehen mit einer Zange. Möglichkeit Nummer 2 ist, wir entfernen diesen Steckkontakt hier. Der sieht zwar aus, als ob wir die Kontakte rausziehen können, wenn man jetzt hier die entsprechenden Plastilasen hochhebt, als ob das Kabel dann rausgeht, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich nur ein Plastischoner, der als Stecker fungiert aus der anderen Richtung. Das heißt, hier könnte ich jetzt die Kontakte entsprechend mit Steckern besetzen und noch Stecker durchführen, um auf die Platine zu kommen. Die Kabel selbst sind in ihren Kabelschuhen hier verlötet. Das heißt, man würde das jetzt entfernen. Man kann das machen, indem man das Ganze einfach nach vorne abzieht, diese ganzen kleinen Laschen hier, diese Zungen nach oben biegt, dass man über die entsprechende Arretierung kommt. Dann schiebt man es nach vorne. Dann müsst ihr auf diesen kleinen Kondensator C17 dort aufpassen. Über den müsst ihr drüber, ohne ihn wegzureißen oder zu beschädigen. Und dann könnt ihr das Ganze in diese Richtung abziehen. Ist eine ganz schöne Fummelei, ist ziemlich viel Arbeit und alles nur dafür, dass wir dann sauber hier an diesen vier Punkten die Kabel auslöten können und ein neues Kabel einlöten können. Funktioniert, ist aber ein bisschen mehr Aufwand. Wer damit leben kann, die einfache Variante ist, das defekte Stück rausschneiden. Und wo wir gerade auf dieser Seite sind, ich hatte ja gesagt, die Rubber Domes sind abgefallen, die kommen im Endeffekt von diesen Schaltern hier, werden überbrückt durch die kleinen schwarzen Gummis, also auch hier mal dann gleich mit Isopropanol rübergegangen.
Und jeder, der nur die Joysticks reinigen möchte, braucht diese jetzt nur nach oben einfach abziehen. Dann habt ihr den Plastikkörper mit diesem vorderen Gummiteil im Endeffekt oder diesem oberen Gummiteil zum besseren Grip abgezogen und entfernt. Und das geht bei beiden. Ähnlich groß wie beim Kabel ist der Aufwand bei den Schultertasten RT und LT. Die Tasten sind nichts anderes als im Endeffekt Umlenkmechanismen. Das bedeutet, ihr betätigt die Taste und die Taste wiederum betätigt einen Hebel, der die Bewegung dann auf den Sensor überträgt. Die Feder, die die Taste immer wieder nach vorne holt, ist hier im Inneren verborgen und die Taste selbst inklusive des Hebels und allem ist in diesem kleinen Plastik, ich nenne es mal Assembly, also in dieser Plastebaugruppe, die hier so weiß an der Unterseite ist, mit verbaut. Der Sensor selbst ist hier an diesen drei Punkten eingelötet und dieses ganze Assembly, also die ganze Baugruppe, ist hier und hier eingehakt. Die Tasten rauszunehmen erfordert also jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl beziehungsweise ein bisschen biegen, schieben und, wenn es ganz doof läuft, brechen. Daher bleiben die bei mir drin, die funktionieren, ich muss sie nur reinigen und ich würde euch auch raten, wenn es funktioniert, lasst es einfach zusammen, reinigt es gründlich und gut ist. Zu den Aufnahmepunkten. Dieser und dieser Aufnahmepunkt müssten sich auf die Kamera zubewegen, damit man die Taste rausbekommt, während die unteren Aufnahmepunkte, also vor allem dieser am Hebel, sich von der Kamera jetzt wegbewegen müsste. Also ihr müsstet die Taste im Endeffekt so rausheben und rausbekommen. Und dann gibt es auch noch hier und hier einen Anschlagpunkt, der verhindert, dass ihr das Ganze in Anführungszeichen bewegen könnt, beziehungsweise einfach in jede Richtung schieben könnt, wie ihr das gern wollt. Also, wie gesagt, lasst es lieber gut sein, Finger weg, muss man nichts machen, wenn alles funktioniert. Wir können übrigens noch bei dem RB und LB Tasten das Mittelstück hier rausnehmen. Dazu das Ganze umgedreht, die Tasten außen festgehalten und sachte gegen das Mittelstück gedrückt, so ein bisschen hin und her wackeln, dass sich das Ganze löst. Und dann könnt ihr das noch so weit auseinandernehmen. Und jetzt geht der ganze Spaß los. Ich habe eine weiche Bürste dafür, einfach alle Tasten jetzt wirklich mit warmem Wasser und Spülmittel sauber machen und natürlich auch die beiden Gehäusehälften im Endeffekt sauber machen. Passt auf, dass euch die Tasten nicht verloren gehen, welche im Ausguss verschwinden oder ähnliches. Nach dem Schrubben und dann nochmal mit klarem Wasser drüber spülen, habe ich die Teile jetzt hier erstmal in so einem Nudelsieb bzw. Küchensieb alle drin und werde sie so jetzt lufttrocknen. Das heißt, bis morgen rühre ich die Teile nicht an. Gebt dem so viel Zeit, wie es braucht. Wenn ihr es zu früh zusammenbaut und wieder in Betrieb nehmt und irgendwo noch ein bisschen Wasser ist oder so, dann könnt ihr euren Controller schädigen. Also idealerweise lange trocknen lassen, bis wirklich alles Wasser weg ist und gelegentlich auch mal die Teile drehen, dass im Endeffekt Wasser aus irgendwelchen Vertiefungen auch rauskommt. Während die Plasteteile trocknen, sind wir natürlich nicht untätig. Wir reinigen einmal mit dem Pinsel die Platine von Staub. Natürlich auch auf der Unterseite. Und solltet ihr Probleme haben, dass die Knöpfe manchmal nicht richtig reagieren oder dass sie sticken, also hängen bleiben, dann ist jetzt der Zeitpunkt für Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Ein bisschen was davon als Wattestäbchen gemacht und dann einfach diese Kontakte hier gereinigt. Gleich danach auch wieder mit dem Trockenen rüber, dass wir nicht die Lacke zu sehr beschädigen bzw. zu viel davon entfernen. Und so kann man das Ganze dann durchweg reinigen. Und beim Steuerkreuz geht natürlich dasselbe. Und das letzte Verbliebene, was wir noch reinigen müssen, sind die entsprechenden Buttons. Dazu habe ich mir ein wenig Isopropylalkohol auf das Küchentuch gemacht und wische jetzt einfach nur den Schalter von allen Seiten und ab. Sollte was in den schwer zu erreichenden Ecken hängen bleiben, dann einfach ein Wattestäbchen nehmen. Und für die Buchstaben, ihr seht, da bleibt auch immer gerne noch Dreck drin hängen. Einfach ein Zahnstocher. Holz ist meist weicher als Plastik, beziehungsweise ist nicht so gefährdet, das Plastik zu verkratzen, wenn er abrutscht. Also sauber einfach die Buchstaben ausarbeiten mit einem kleinen Zahnstocher.
Und wenn der Dreck gelöst ist, könnt ihr ihn einfach mit dem Pinsel entfernen. Wer jetzt noch das Tüpfelchen auf dem I setzen will, weil es ja so viele I's in sauber gibt, ne, der kann einfach mal mit Lithiumfett bzw. PTFE-Paste die entsprechenden Scharnierstellen schmieren. Nehmt kein normales Fett, kein ölbasiertes Fett, denn das ist alles Plastik und Öl löst Plastik auf. Braucht man keinem mehr erklären, sollte jeder wissen. Aber PTFE-Paste zum Beispiel ist direkt für die Anwendung an Plasteteilen, kommt aus dem Modellbaubereich. Und schmiert diese Verbindung, hält sie also länger am Leben. Hat aber auch einen Nachteil, ihr werdet mehr Probleme mit Staub haben. Denn jegliche Form von Pasten halten natürlich Staubkrümelchen auch besser fest, ne? Wie trägt man das jetzt auf? Ich nehme hier so ein Stückchen sauberer Zahnstocher. Und dann gehe ich in die entsprechenden Stellen rein, wie hier zum Beispiel in den Scharnier. Und verteile da ein bisschen PTFE-Paste. Bewege dann den Schalter ein wenig, dass sich das Ganze noch gut verteilt. Selbiges auf der anderen Seite. Nehmt nicht zu viel. Wie gesagt, je mehr ihr nehmt, umso mehr Staubfänger ist es. Wirklich nur so eine Idee und die dann verteilen. Das Ganze arbeitet sich selbst über die Zeit in die entsprechenden Lager rein. Selbiges können wir jetzt natürlich auch in den entsprechenden Joysticks machen. Dazu den Joystick zur Seite gebogen, immer entsprechend in die entgegengesetzte Richtung, welches Lager ihr gerade versehen wollt. Und dann gut bewegt das Ganze. Überschüssiges Material kann man auch gleich wieder wegnehmen. Mit einem sauberen Wattestäbchen, keins mit Reiniger dran oder ähnlichem. Sonst ist das Schmiermittel gleich wieder weg. Und natürlich an dem anderen auch noch. Und auch da gut verteilen. Ein Tag ist vergangen, bei mir sind mittlerweile alle Teile getrocknet. Schaut auch in diese ganzen kleinen Kammern, dass da wirklich alles trocken ist. Wendet die Teile vielleicht zwischendrin immer mal, dass es gedreht wird und das Wasser überall rausläuft bzw. rausverdunsten kann aus diesen kleinen Kammern. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und je länger ihr es trocknen lasst, umso besser. Wenn ihr es von außen nicht weiter behandeln wollt, solltet ihr von außen mal mit dem Handtuch das Ganze abtrocknen, einfach um Wasserflecken zu vermeiden. Hier sind jetzt ein paar drauf, das stört mich aber nicht, denn ich werde zum Schluss das Ganze noch behandeln und dann sind die Wasserflecken sowieso passé. Beginnen wir jetzt also wieder mit dem Zusammenbau und wer sich nicht merken kann, wo welcher Knopf hingehört, das ist überhaupt kein Problem, denn alle Knöpfe sind mit so kleinen Fähnchen versehen, das heißt, man kann sie nicht falsch rum einsetzen. Die Fähnchen sind mal zwei, mal drei, je nachdem, und passen nur in die entsprechenden Aussparungen im Controllerdeckel. Beginnen wir mit dem kleinen Steuerkreuz. Ihr habt dafür die untere Platte mit den entsprechenden zwei Fähnchen. Die müssen in die Aussparungen rein. Das Ganze umgedreht, dann habt ihr hier die beiden Schraubpunkte, wo die eingefädelt werden, und diese viereckigen Löcher, wo die Haltespangen drin sind. Übergefädelt, reingedrückt, bis es Klick macht und dann kann es schon erstmal nirgendwo mehr hin. Dann nehmen wir uns unseren Schraubendreher und diese kleinen silbernen Schrauben und fädeln die in die entsprechenden Löcher wieder ein. Erstmal gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Schraube überspringt. Und dann festziehen, noch nicht ganz fest, erst beide einfädeln. Nur so erwischt ihr die alten Gewindegänge wieder und schneidet keine neuen. Es ist Plastik, da es dann auch irgendwann nach fest kommt, ab. Nummer 2. Und solltet ihr keinen magnetischen Schraubendreher haben, empfehle ich euch, nehmt ein bisschen Wärmeleitpaste oder ein bisschen PTFE-Paste und macht die an die Spitze von eurem Schraubendreher-Bit. Dann halten die Schrauben auch so und ihr könnt sie in Ruhe einfädeln. Nur nichts Ölbasiertes, falls doch was da drin verbleibt, dass ihr keinen Schaden macht. Und dann verteilen wir jetzt alle Knöpfe entsprechend in den Löchern. Die passen immer nur an einer Position, also dass man zeigen kann, das rutscht nach unten durch und andersrum rutscht es nicht durch, da bleibt immer noch so ein kleiner Spalt. Und so kann man sich dadurch alle Knöpfe durcharbeiten.
Die beiden kleinen Pfeiltasten für Start und Zurück sind identisch, nur im Endeffekt die Orientierung der Aussparung ist andersrum, dass sie von der Mitte weg zeigen. Als nächstes fädeln wir die entsprechenden Rubber Dome Plättchen über, das sind die eigentlichen Schalter. Und ihr seht immer so eine Außenlippe, die muss außen über den entsprechenden Plasterrand drüber. Und beim Steuerkreuz gibt es hier noch so eine kleine, ich sag mal Öse, die muss hier über diesen Führungsstift aus Plastik übergefädelt werden. Also, aufsetzen, entsprechend dort auch in die Aussparung einfädeln, rundherum schauen, dass das Ganze richtig sitzt. Und nicht wundern, solange wir das noch nicht verschraubt haben, drückt es das immer wieder aus der Position raus, also immer mal wieder nachgucken, wenn das Ganze nicht richtig schließt. Und ähnlich sieht das auch mit der oberen Platte aus, die richtig in Position fädeln. Und dann rundherum mal kontrollieren, dass es richtig anliegt und auch über dem Plastik ist und nirgendwo sich verkantet hat oder ähnliches. Als nächstes nehmen wir den RB und LB Button, den wir zusammensetzen. Ihr habt da hier diese mittlere Blende mit dem Xbox-Schriftzug auf der Front. Da sind 4 Führungsstifte, 2 in der Mitte und 2 jeweils außen. Und die müssen in die entsprechenden Löcher in dieser Verbindung rein. In der Mitte ganz nach unten durchdrücken. Außen braucht er nicht drücken, das ist einfach nur, es wird ja dann eh bewegt. Nur schauen, dass die Stifte in den entsprechenden Aussparungen sind überall. Dann nehmen wir uns wieder den Controllerdeckel und setzen das Ganze ein. Diese runde Kante hier zeigt von euch weg, die mit der Aussparung muss zu euch zeigen, also diese entsprechenden Führungsösen hier wieder nach oben und über diese beiden Verschraubpunkte hier übergefädelt. Gleichmäßig überfädeln, nicht verkanten und dann mal schauen, ob das Spaltmaß stimmt. Mit der Blende auf der Unterseite sieht das ähnlich aus. Ihr habt hier diese 2 dünnen Führungsstifte links und rechts und dann nochmal 3 dickere hier. Die Blende muss also jetzt so rum eingesetzt werden, wieder die glatte Seite nach unten von euch wegzeigend und die Aussparung zu euch zeigend. Über alle Stifte in Position schieben und dann wieder das Spaltmaß kontrollieren. Als nächstes setzen wir die Thumbsticks wieder auf die entsprechenden Gelenke. Ihr seht, da sind jeweils 2 gerade Kanten und 2 abgerundete und genau dasselbe findet man auch in den Thumbsticks. Man fädelt das also jetzt einfach über und drückt die dann ganz nach unten durch. Wenn ihr es klicken hört, ist das ganz normal der Schalter. Testet dann, dass es nicht weitergeht, aber auch nicht zu viel Druck. Selbiges gilt für den oben. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir die Platine wieder in das Gehäuse einsetzen wollen. Das ist jetzt ein bisschen tricky, weil wir fädeln müssen und weil natürlich auch die Servos hier noch lose rumbaumeln und noch nicht im Gehäuse in Position sind. Um es euch zu vereinfachen, hebt das Gehäuse an. Ich greife das hier im Endeffekt mit meinem Zeigefinger in der Mitte, dass die entsprechenden Knöpfe nicht betätigt werden und die Rubberdome in ihrer Position liegen. Dann nehme ich mir mit der anderen Hand die Platine, drehe das Ganze um, lege erstmal die Servos lose in Position und jetzt fädeln wir die Platine in ihre richtige Position ein. Ihr seht hier, hier und hier entsprechende Führungsstifte, das sind Verschraubpunkte, die müssen alle richtig sitzen und sich hier einfädeln und hier außen die beiden natürlich auch. Und dann ist es nur noch eine Sache, von die kleinen Servomotoren in die richtige Position einfädeln. Schaut, dass sie so eingefädelt sind, dass das Kabel nicht irgendwie zu weit hoch steht oder irgendwelche komischen Knicke macht. Und in der Front muss diese viereckige Kante mit diesem, ich sag mal, Kammmuster auf die entsprechende Halterung aufgefädelt werden, bis es richtig sitzt. Also ganz nach unten durchdrücken und hier außen das Spaltmaß kontrollieren. Dann können wir uns jetzt die untere Gehäuseseite nehmen und jetzt von oben so überfädeln. Erstmal über die Knöpfe vorne, dass die entsprechend rausstehen. Und jetzt müsst ihr schauen, dass das Gehäuse in die richtige Position rutscht. Das ist gar nicht so einfach. Das erfordert ein bisschen hin und her wackeln und spielen. Nicht zu viel Druck, einfach damit ihr die entsprechenden Führungsstifte nicht abbrecht. Und ihr werdet es dann merken, es rutscht eigentlich ganz leicht in Position, wenn ihr die richtige Stelle getroffen habt. Und jetzt brauchen wir nur noch Zuschrauben. Als allererstes beginne ich immer mit den mittleren Schrauben. Dann ist die Chance nicht so groß, dass man verkantet.
und dann alle anderen verteilen. Und wenn alle verteilt sind, dann festziehen. Ihr habt auch wieder gesehen, ich habe erst wieder gegen den Uhrzeigersinn geschraubt und dann mit dem Uhrzeigersinn. Wer das möchte, kann das jetzt natürlich, wie ich hier auch noch machen, mit so einer abgerundeten Metallkante oder aber einer abgerundeten Plastikkante hier über den Aufkleber gehen, um den wieder so gut es geht zu befestigen und wieder in Position zu bringen. Und für den letzten Arbeitsschritt nehme ich mir jetzt Cockpit Spray, mache davon ein bisschen was auf ein Küchentuch. Und pflege das Plastik vom Controller nochmal über alle Flächen hinweg. Ihr wollt nicht direkt auf den Controller sprühen, einfach nur damit ihr nicht gleich wieder in jede Rille das Zeug reinkriechen habt. Denn das ist natürlich auch staubbindend und ähnliches, aber dem Plastik tut das gut und alle Wasserflecken verschwinden. Und natürlich können wir auch mit dieser Variante jetzt zum Schluss nochmal das Kabel vernünftig reinigen. Greift das Ganze, sprüht wieder in das Küchentuch rein, fasst das Kabel und zieht das einfach so lang. Nicht irgendwie hin und her schieben, sondern einfach das Kabel durch diesen entsprechenden Bereich schieben. Wenn es bei euch sehr dreckig ist, ein paar Mal wiederholen. Aufpassen, dass es sich nicht so verkuttelt und Knicke entstehen. Das wollt ihr vermeiden, ihr wollt es einfach nur gerade durchziehen. Einfach um das Kabel auch nicht zu beschädigen. Und da kam auch nochmal ganz schön Dreck raus. Jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir sagen können, der Controller ist sauber. Und abschließend nochmal der Drucktest. Alle Knöpfe betätigen, alle Richtungen von dem Controller mal so durchgehen. Also auch die entsprechenden Thumbsticks in jede Richtung mal schieben. Gucken, fühlt sich alles richtig an? Stimmt das Gefühl? Oder ist irgendwas komisch? Wenn was komisch ist, nochmal aufmachen, zerlegen, wieder zusammenbauen. Meistens ist es damit dann getan. Kontrolliert, was ihr vielleicht falsch gemacht habt oder welche Schraube vielleicht nicht richtig sitzt. So viel dazu. Funktionstest kommt dann zusammen mit der Xbox 360, wenn ich euch zeige, dass die auch wieder funktioniert. Und damit sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche oder ähnliches habt, ab damit unten in die Videokommentare. Wenn ihr noch eine andere Taktik habt, wie ihr den Controller zerlegt, beziehungsweise wie man zum Beispiel das Kabel hier vernünftig austauschen kann, beziehungsweise eine Quelle habt, wo ihr diese Kabel komplett mit den Lötstellen herbekommt, dann auch gerne unten in die Videokommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht sogar helfen konnte, dann freue ich mich immer, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr Interesse an meinen Videos generell habt, also an meinem allgemeinen Selberschrauben rund um Konsolen, Hardware, Motorräder und gelegentlich auch mal anderen Dingen, dann lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich immer drüber, Leute in den nächsten Videos wiederzusehen. Wenn ihr mich noch ein bisschen weiter unterstützen wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung sämtliches Material und Werkzeug des heutigen Videos per Affiliate-Link verlinkt. Affiliate-Link heißt, wenn ihr darüber einkauft, dann bekomme ich ein bisschen was von dem Geld ab, was ihr dort ausgibt. Ihr bezahlt aber keinen Cent mehr. Dankeschön dafür. Es hilft mir, den Channel am Laufen zu halten, Material zu kaufen, beziehungsweise auch neues Aufnahmeequipment zu kaufen. Großes Dankeschön, ist aber kein Muss. Ihr findet alles natürlich unten auch namentlich benannt, könnt das rauskopieren aus der Videobeschreibung und damit zum Händler eures Vertrauens gehen. Wenn man das Aktuellste wissen will, was der Simi gerade so macht, tut und woran er so arbeitet, der sollte mir auf Twitter und Instagram folgen. Da sind auch immer mal Bilder dabei, zum Beispiel, wo man mich findet, beziehungsweise auf welchen Messen ich gerade rumrenne. Also einfach mal vorbeischauen und damit sind wir am absoluten Ende des Videos angelangt. Also Leute, viel Spaß beim Selberschrauben und nicht nur Hände, sondern auch gelegentlich mal den Controller waschen. Grüße, euer Simi.